Hufe, Bremse. Wir stehen in Stralsund am Start der Deutschlandklassik bei der technischen Abnahme. Gleichzeitig wird hier durchgeführt die Begutachtung zum Concours de Elegance, also welche Fahrzeuge eine besondere Auszeichnung erhalten. Das ist ein Jaguar C-Type, C-Typ aus dem Jahre 1952. Das ist ein VW aus Brasilien, Baujahr 72 und er heißt SP2. Eine Litermaschine, 18 PS, 20 Liter auf 100 Kilometer. Wir stöhnen bei jeder 100 Kilometer, wenn wir wieder tanken müssen. Jedes Auto ist wahnsinnig individuell dort. Aber manchmal ist es einfach so die schlichte Eleganz, die dort besticht. Mit Spannung haben wir die Gäste erwartet, das ADAC ist bei uns im Haus und sind nicht überrascht, aber erfreut darüber, dass wir so tolle Gäste bei uns im Haus haben, die mit ihren wunderschönen Autos die Stadt Stralsund und natürlich auch das Hotel Schelehof bereichern. Wir haben ein kleines, sehr feines und sehr nettes Zimmer, sehr hübsch, sehr alt, mit alten Balken und so. Ich schlafe zwar nicht auf dem Balken, sondern im Bett, aber trotzdem ist es sehr angenehm. Also wir kommen aus München, sind ganz begeistert von dem Hotel, von der Substanz, von der Bausubstanz, von den Zimmern, ganz, ganz toll. Ist immer dieser Wow-Effekt, ne? Also erstmal reingucken, oh, schön, und dann wird natürlich auch genauer geguckt. Wie gesagt, Liebhaber von Details auch, und deshalb ist es schon so, dass sie noch genauer hingucken und dann auch hier nochmal erzählen. Aber im ersten Moment ist es meistens ein Wow-Effekt. Oberadmiral Cabriolet von 1939, sehr berühmt, sehr selten, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Also bei den anderen Sunflower sind wir ja schon aus Hamburg hier in Dings gewesen. Da kenne ich die Fahrer und die fast alle auswendig, auch die Daten und so. Hier, dies ist was Neues, dies sind 100 Stück, da kann man nicht die Daten alle behalten. Das ist also eine Rallye, die eigentlich Autowandern ist. Das heißt also, wir fahren also mit den Autos von einem schönen Punkt zum anderen. Und davon gibt es hier auf Rügen und Fischland, da ist natürlich die ganze Menge zu sehen. Wir haben hier gewartet schon die ganze Zeit. Wir sind gewandert. Hallo, wie war's? Sehr schön. Genau, ja, wunderbar. Und nochmal bitte rufen bei der schönen Hupe. Ja, mehrmals. Der Reiz einer Rallye macht, dass man diese wunderbaren, schönen Autos mal wieder auf den Straßen sieht, dass man mit Menschen zusammenkommt, die das gleiche Hobby haben. Ich habe schon gehört, dass Angela Merkel im Schelehof übernachtet hat. Vielleicht schlafe ich in dem gleichen Zimmer wie Sie. Ich habe die Zimmer leider noch nicht gesehen, aber rein von der Optik und allem freue ich mich schon auf das Ambiente in diesem Haus. Ja, wir sehen hier eine Tin Lizzie, also ein Automobil, was in Amerika von Henry Ford gebaut worden ist zwischen 1908 und 1927. Der hat ja bis in die 70er Jahre den Herstellungsweltrekord gehalten. Da wurden ja 15 Millionen Stück von gebaut. Und VW musste nochmal mit seinem Käfer nach Hände und Füße zusammenlegen, um diesen Herstellungsrekord zu brechen. Das ist also ein ganz besonderes Auto. Und das Auto ist auch schwer zu fahren, diese Tin Lizzie. Ja, super heute. Ne? Schön Wetter. Schöne, super Strecke, also passt ja einfach alles. Die Tatsache, dass die meisten der Gäste bei uns im Haus dann untergekommen sind, dieses tolle Haus ausgewählt haben, macht das Ganze natürlich einzigartig. Selbst wenn man das Geschirr ansieht, haben wir dafür gesorgt, dass wir eigentlich klassische Formen wählen und nicht zu modern werden. Und das passt natürlich mit den Oldtimern optimal zu uns.